Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freund, liebe Bruder, liebe Schwester, ich freue mich, dass ihr wieder dran seid. Wenn Jesus zu uns redet, dann sagt er Dinge, die ganz neu Seele so gemacht, dass er das gesagt hat. Und wir nehmen das manchmal nicht so ernst, wie denn das uns gefährst, als wie uns das feststellen. Als heute seine Jünger sehen, wo sie sollen das Fest vorbereiten, für das letzte Abendmahl, er sieht dann ganz genau, wo sie das sehen, wer an das wird sein, was dort wird für eine Stadt sein, und da sollen sie das reinmachen. Wie würde das Christenleben sehr erfolgreich so leben, dass wir uns Leben planen, unseren Tag, unsere Arbeit, was immer es ist, unseren freien Tag, unsere Vacation, der einfach planen, und dann zuletzt sagen wir, Herr, wie bete dich, dass du mit uns gehst und dass alles gut geht. Das ist gut, wenn wir weins zuletzt noch beten. Aber Gott würde freuen, wenn er uns dort nicht sagen kann, wo der beste steht ist, wo der beste Platz ist, wo er sich wird gut feilen mit uns. Und wo auch wir würde können mit ihm eine gute Zeit haben. Und auch untereinander, als Familie oder als Freund oder auf der Arbeit, wie Gott weiß, was nachher passieren wird. Was am Tag passieren wird. Gott weiß ja im Verrückt, was in ein paar Wochen sein wird, oder in ein paar Monaten. Und deswegen wird er uns wollen, vorher beruhigen, dass wir nicht so viel Fehler machen, nicht so viel falsch machen. Herr, help uns, gut Hand zu hören, wenn du redest. Ganz neu. Und dass wir dort lernen, der stehenden Heiligen Geist, die Sache im Leben so anzugehen, so du uns dort sagst. Und dort dort für uns heilig ist. Dort beten wir in dein Namen. Amen. Bis im nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht bei den Namen Jesu grötschrieben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.